Nick Schaller ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Der 19-jährige Schüler hat eine Beziehung mit der mehr als 25 Jahre älteren Judith Block. Alles könnte perfekt sein, wenn Nicks Freundin nicht noch mit einem Choleriker verheiratet wäre. Trau dich, rede mit mir! Ich weiß, dass du da bist! Der betrogene Ehemann versucht, das Glück der beiden um jeden Preis zu zerstören. Hat Nick durch den Psychoterror die Nerven verloren und Uwe Block brutal attackiert? Sie heißen Nick Schaller, geboren am 3. September 1992 in Bonn. Sie wohnen auch in Bonn, sie sind ledig, sie sind Auszubildender zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Als Uwe Block, der noch Ehemann der Lebensgefährtin des Angeklagten, am 9. Februar 2012 um 23.30 Uhr vor dem Haus seiner Frau in Bonn zum wiederholten Male randalierte, schlich sich der Angeklagte über die Garage nach draußen, näherte sich dem erheblich alkoholisierten Mann von hinten und versetzte ihm mit einer Blumenschale aus Keramik einen Schlag auf den Hinterkopf. Uwe Block erlitt ein Schädelhirntrauma ersten Grades und stürzte bewusstlos zu Boden. Wie der Angeklagte hätte vorhersehen können, prallte das Opfer mit dem Gesicht auf eine dort liegende Hake, wobei sich die Haken so in das linke Auge bohrten, dass er an diesem das Augenlicht verlor. Der Angeklagte wird somit der schweren Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1. Herr Schaller, Sie haben die Anklage gehört, wollen sich dazu äußern? Ja, auf alle Fälle. Also ich bin schuldig. Ach, Sie geben es zu, wie schön. Nein, also ich meine, in dem einen Punkt, dass das alles nicht passiert wäre, wenn ich mich nicht in Judith verliebt hätte. Ja, da bin ich schuldig. Aber ansonsten habe ich nichts gemacht, wirklich nicht. Ich habe mich schon gewundert, dass wir so schnell fertig werden. Frau Schulin, das müssen Sie heute unbedingt beweisen, ja? Sonst verliere ich Judith noch. Ich glaube nicht, dass sie mit mir zusammen sein möchte, wenn sie von mir denkt, dass ich ein brutaler Schläger bin. Das wäre das Allerschlimmste für mich. Ich meine, am Ende geht es noch zurück zu diesem unberechenbaren Choleriker von Ex-Mann Uwe. Entschuldigen Sie mal, Uwe Block ist immerhin 25 Jahre mit Judith Block verheiratet gewesen. Da verwundert es doch nicht, dass er um seine Frau kämpft. Ja, okay. Also ich meine, dass man da durchdreht bei dieser Wahnsinnsfrau, das verstehe ich schon. Aber ich meine, er ist wirklich durchgedreht. Wir haben nicht umsonst die Schlösser vom Haus austauschen lassen, als er ausgezogen ist. Ja, nicht, dass er am Ende mal im Haus steht und irgendwie rumrandaliert oder was weiß ich, was uns antut. Er hat sich allerhand einfallen lassen. Was hat er denn alles gemacht? Terror. Das war absoluter Terror. Wir waren kaum 2 Monate zusammen, da bin ich bei ihr eingezogen. Ja? Und schon am ersten Tag, da hat er Sachen gesagt, von wegen, dass wir die Hölle auf Erden erleben werden und dass er was weiß ich was machen würde. Und das hat er auch getan. Also nur, um mal einen kleinen Einblick zu geben. Er hat Judith so verbal eingeschüchtert, dass sie sich nicht mehr nach Hause getraut hat, nicht mehr rausgetraut hat alleine. Er hat uns Drohbriefe geschickt, von wegen, dass er uns umbringt, wenn wir uns nicht trennen. Und kurz vor der Sache ja, lag eine tote Ratte im Briefkasten mit den Zeilen, so wird es auch dir ergehen, kleiner Nick. Wieso haben Sie damals eigentlich keine Anzeige erstattet? Das wollte Judith nicht. Also sie hat gemeint, dass Uwe sich schon beruhigen würde und dass er sehr, sehr emotional wäre und unter der Trennung leiden würde. Aber ich habe schon gemerkt, dass es sie ganz schön attackiert hat. Ja, hat Judith Block da nicht mal dran gedacht, sich von Ihnen zu trennen? Dann hätte sie ja schließlich auch Ruhe gehabt. Trennung? Also ich meine, Judith würde sich niemals von mir trennen. Ich würde mich ja auch nicht von ihr trennen. Sie ist die Frau meines Lebens, ganz im Ernst. Also ich würde für sie kämpfen bis ans Ende meines Lebens. Bis ans Ende meines Lebens, das sind aber sehr große Worte. Vielleicht ein bisschen zu große Worte in Ihrem Alter, Herr Schaller. Aber wissen Sie was? Sie haben genau das gesagt, was ich eigentlich von Ihnen hören wollte. Nämlich, dass Sie für Ihre Lebensgefährtin und für die Existenz Ihrer Beziehung alles getan hätten. Und Sie wollten doch am Tatabend endlich mal Herrn Block zum Schweigen bringen. Oder wenigstens mal für den Moment, damit Ihre Lebensgefährtin zur Ruhe kommt. Und Sie in Frieden leben können gemeinsam, bis ans Leben. Ey, jetzt hören Sie mal auf, okay? Bitte hören Sie auf. Sie nehmen mich wohl nicht ernst, oder? Sie denken, ich bin zu jung für eine 44-Jährige? Ja, reden Sie nur, ich lasse mich von Ihnen nicht provozieren. Das haben Sie aber gerade getan, genauso wie am Abend der Tat. Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was Uwe da draußen vorm Haus passiert ist, okay? Ja, wir wissen das recht nicht. Was ist denn an dem Abend da vor sich gegangen? Ja, also wir saßen beim Abendessen und danach ist Judith auch direkt ins Bett gegangen. Also es war erst 22 Uhr, aber sie war nervlich einfach so am Ende, dass sie sich hingelegt hat und deswegen hat sie auch die Schlafmittel genommen. Ja, und kaum hat sie sich hingelegt, ging es draußen dann los. Was ging los? Uwe war wieder vorm Haus. Hat rumgegrölt, hat Blumen aus dem Kästen gerissen, hat sich besoffen, wie eigentlich immer. Und hat Sachen gesagt von wegen, dass er uns umbringen würde, wenn wir uns nicht trennen und dass er alles kurz und klein schlägt. Ja, sowas. Und, haben Sie da was unternommen? Nein, also die Polizei wollte ich jetzt nicht holen, weil Judith schon geschlafen hat. Und ich habe mir gedacht, wenn Uwe nichts Schlimmes anstellt, dann kann es mir eigentlich ruhig egal sein. Also das Haus war verriegelt, die Fenster waren zu. Also reinkommen konnte er also nicht.
Und sind Sie rausgegangen? Ich bin doch nicht lebensmüde. Der Kerl trägt immer ein Messer bei sich. Ich bin nicht so bescheuert und gehe zu einem bewaffneten, besoffenen Irren raus. Hätte ich gleich vor einen Zug werfen können. Ach, ich glaube nicht, dass Sie lebensmüde waren, Herr Schaller. Denn laut Aussagen von Herrn Block hatte er gar kein Messer bei sich. Das hat er auf jeden Fall. Judith hat mir das extra gesagt, dass ich ihn mal vor lauter Wut angreife. Er hat mit diesem Messer sogar Judith auf dem Supermarktparkplatz erst vor kurzem attackiert. Ach, das behaupten Sie doch nur, um eine Erklärung dafür zu haben, weshalb Sie angeblich nicht nach draußen gegangen sind. Nein. Wie hat es Sie an diesem Abend nochmal genannt? Warten Sie, ich lese nochmal nach. Milchbubi, Weichei. Entschuldigung, da konnten Sie doch nicht anders, oder? Da mussten Sie es ihm doch mal zeigen. Sie sind rausgegangen und haben sich hinterrücks an ihn rangeschlichen und ihn niedergeschlagen. Nein, habe ich nicht. Ja, vielen Dank, Frau Staatsanwältin, für die ausführliche Beschreibung von Herrn Uwe Blocks Charakter. Ja. Sie haben gerade selber zitiert und damit uns aufgezeigt, wie cholerisch und streitsüchtig er ist. Ich habe nämlich einen anderen potenziellen Täter herausgefunden. Und wer soll das sein? Tobias Hohlfeld, ein Kollege von Herrn Block. Und für Tobias ging es um richtig viel. Aber dazu komme ich später noch. Ja, da bin ich ja schon mal gespannt. Fragen an den Angeklagten? Keine Fragen, danke. Dann Uwe Block, bitte. Sie dürfen da drüben Platz nehmen. Wir treten in die Beweisaufnahme. Herr Block, nehmen Sie bitte Ihr Platz. Ja, jetzt schau mich nicht so an, Mensch. Es tut mir leid, was mit der Auge passiert ist, okay? Vielleicht bin ich ganz unschuldig. Nicht ganz unschuldig? Hast du sie noch alle? Es tut mir vielleicht leid, dass die Hake auf dem Boden lag. Entschuldigung. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Aber jetzt nehmen Sie sich mal einfach zurück und sind beide ruhig. Erstmal muss ich Sie belehren, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Uwe Block, 47 Jahre alt, Sie wohnen in Bonn, Sie sind verheiratet. Und ich werde dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Vor Beruf sind Sie Maurer. Ja, aber jetzt muss ich stempeln gehen. Ich sitze schon seit Dezember zu Hause rum. Ach nee, nicht zu Hause, bei meiner Schwester gegenüber. Mein Haus ist ja von dieser Ratte da besetzt. Also eins erkläre ich Ihnen jetzt mal gleich. Ich mag hier weder, dass Sie dauernd brüllen und schon gar nicht, dass Sie Beleidigungen aussprechen. Ich hoffe, wir haben uns da verstanden. Ja? Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Jetzt läuft gegen Sie ja gerade auch ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und wegen Bedrohung. Und deswegen muss ich Sie belehren, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Kommen wir mal direkt zum Abend des 9. Februar. Erzählen Sie mal, was ist da genau vorgefallen? Ich war mit meinem Arbeitskollegen, dem Tobias, in unserer Stammkneipe im Lucky's einen trinken. So gegen 23.15 Uhr wollte ich dann zu meinem Haus, zu meiner Frau und zu dem da. Ich hatte schon ein, zwei Bierchen intus und wenn ich was getrunken habe, kann es sein, dass ich manchmal ein bisschen aggressiv werde. Und was heißt das? Ich habe mich dann vors Küchenfenster gestellt und wollte, dass dieser Nick zu mir rauskommt, dass wir die Sache wie Männer klären. Ich habe ihn dann provoziert. Warmduscher, Weichei, blöde Sau, halt, was man so sagt in so einer Gelegenheit. Und ist er rausgekommen? Ja. Nein. Doch! Aber der Angsthase ist ja nicht durch die Haustür rausgekommen, die hatte ich nämlich im Blick, sondern er hat sich von hinten oder von der Seite durch die Garage an mich rangeschlichen. Dann hat es auch schon Bums gemacht und bei mir sind die Lichter ausgegangen. Herr Block, eins verstehe ich nicht. Auf der einen Seite sagen Sie, er soll sich von hinten angeschlichen haben, auf der anderen Seite haben Sie gesagt, Sie wollen ihn vom Augenwinkel aus gesehen haben. Passt nicht. Wieso passt das nicht? Ich habe den aus den Augenwinkeln gesehen, aber das ging alles so schnell, dass ich nicht mehr reagieren könnte. Natürlich passt das. Ja, ein bisschen ruhiger ging es allerdings auch. Ja, aber... Kein Aber. Gut, bei mir sind dann die Lichter ausgegangen. Ich weiß dann nicht, wie lange ich da bewusstlos gelegen habe, aber als ich zu mir kam, hatte ich wahnsinnige Schmerzen. Der ganze Kopf hat gedröhnt und alles war voller Blut. Dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich nichts mehr sehen konnte. Da habe ich mich ganz, ganz mächtig erschrocken. Dann habe ich mich irgendwie aufgerafft und wollte zum Arzt. Und dann weiß ich nur noch, dass ich meinem Kollegen Tobias vors Auto gelaufen bin. Der hat mich dann in die Klinik gefahren. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass mein Auge nicht mehr zu retten wäre. Laut medizinischem Gutachten haben Sie leichte Schädel-Hirntrauma, Prellungen, Hautabschürfungen an den Händen, Ellbogen, Knien und am Kinn erlitten. Da die Spurensicherung an dieser Blumenschale, also an den Scherben davon, Ihre DNA festgestellt hat, geht man davon aus, dass das ganz klar die Tatwaffe war. Dass Sie damit niedergeschlagen worden sind. Zudem hatten Sie schwerste Verletzungen am linken Auge. In das Auge ist ein spitzer Gegenstand eingedrungen, schreibt der Arzt hier. Aufgrund des Bluts und der DNA-Anhaftung ist klar, dass das wohl diese Hake war, was dann in Ihr Auge eingedrungen ist. Leider ist die Verletzung tatsächlich so massiv gewesen, dass man das Auge nicht retten konnte. Ja. Herr Vorsitzender, Entschuldigung in diesem Zusammenhang, aber das Gutachten enthält doch bestimmt auch die Angabe über den Blutalkoholwert von Herrn Block am Tatort. In der Tat. Und also, man hat BRK-Test bei Ihnen gemacht, 1,4 Promille hatten Sie. Sehen Sie, Herr Block, 1,4 Promille. Und da wollen Sie mir erzählen,
dass Sie mit dieser Alkoholisierung ein, zwei Bierchen getrunken haben? Das müssen weitaus mehr Bierchen gewesen sein. Und vor allen Dingen können Sie mir nicht weismachen, dass Sie mit dieser Alkoholisierung meinen Mandanten nachts aus dem Augenwinkel gesehen haben wollen. Ja, dann hatte ich eben ein paar Bierchen mehr getrunken. Aber ich kann auch mit 2 Promille jemanden erkennen, der aus dem Augenwinkel. Und der Nick war es, ich weiß das ganz genau. Der ist schuld daran, dass ich nur noch ein Auge habe. Ich bin Maurer, ich muss in meinem Beruf Entfernungen einschätzen können. Wenn der schuld ist, dass ich meinen Job nicht mehr machen kann, dann setzt es aber was. Ja, jetzt reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen. Weißt du was, ich kann deinen Groll und die Empörung ja verstehen. Groll und Empörung, sagen Sie, der redet ja wie im letzten Jahrhundert. Und der soll endlich mit seiner Verständniskacke aufhören. Davon wird mein Auge auch nicht wieder gut. Frage an Sie, hatten Sie an dem Abend ein Messer dabei? Ich weiß, dass der das behauptet. Ich hatte kein Messer. Er sagt das nur, damit er sagen kann, er hätte Angst gehabt, zu mir rauszukommen. Ihre Noch-Ehefrau behauptet das aber auch. Dann lügt die eben auch. Wollen Sie auch abstreiten, dass Sie nicht eine Woche zuvor Ihre Frau mit dem Messer bedroht haben? Seit die Alte mit dem Typ da zusammen ist, ist sie doch nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Judith lügt nicht, okay? Die lügt genauso wie du. Nein, und ich habe dir auch nichts getan. Doch, ich habe dich gesehen. Ich war im Bett, als das passiert ist, okay? Als ich um 23:30 nichts mehr von dir gehört habe, bin ich schlafen gegangen. Ich weiß, dass du lügst. Vielleicht aber auch nicht. Schließlich gibt es da noch einen Punkt, den man nicht übersehen darf. Ein Punkt, der mindestens 2.500 Euro wert ist. Sagt Ihnen das was? Wovon sprechen Sie? Warten Sie ab, Frau Staatsanwältin. Ich habe eine Frage an Sie. Was haben Sie in der Kneipe an dem Abend noch gemacht, außer ein paar Bierchen getrunken? Was tut das denn hier zur Sache? Ja, einiges. Ich war nämlich persönlich in dieser Kneipe. Ich habe mich umgehört und da habe ich doch einige interessante Dinge erfahren. Sie müssen sich natürlich selbst belasten, aber mich würde das durchaus auch interessieren, wenn Sie in der Kneipe nicht nur getrunken haben. Ja, mein Gut, wir haben ein bisschen gezockt, aber das tut doch hier gar nichts zur Sache. Moment mal, Herr Block, das sehe ich aber ganz anders. Jetzt reden wir mal ganz offen. Ich habe versucht, diesen Tatabend zu rekonstruieren, weil es kommt mir doch sehr merkwürdig vor, dass Ihr Kollege Tobias Hohlfeld kurz nach dem Überfall an Ihrem Haus vorbeifährt. Seltsam, oder? Ich war selber in der Kneipe. Ich habe auch einen meiner Ermittler reingeschickt. Und wissen Sie was? Kaum war der in der Kneipe, wurde er von den Gästen angesprochen, ob er denn nicht mitzocken will. Natürlich hat er sich darauf eingelassen. Und siehe da, interessanterweise ist herausgekommen, dass sie dort des Öfteren um Geld zocken. Und so auch am Tatabend mit Tobias Hohlfeld. Und der hat einiges verloren. Wollen Sie es dem Gericht vielleicht selber erzählen, wie hoch der Geldbetrag war, den er verzockt hat? 2.500 Euro. 2.500 Euro, eine Stange Geld. Noch dazu, die ihm gar nicht gehört. Das Geld gehörte seiner Lebensgefährtin, seiner Freundin. Er hatte es nur kurz zuvor bei der Tante der Freundin abgeholt. Woher wissen Sie das alles? Das hat die Wirtin meinem Ermittler erzählt. Und wissen Sie was? Ich weiß auch, dass Herr Hohlfeld gewinselt und gebettelt hat, dass Sie ihm das Geld wiedergeben, richtig? Verloren ist verloren. Sollte ich da jetzt Mitleid haben oder was? Ich bin doch nicht von der Caritas. Was haben Sie denn dann mit diesen 2.500 Euro gemacht? Ja, nix. Die sind mir gestohlen worden. Ich hab sie nicht mehr. Gestohlen? Wann? Vermutlich in der Nacht in der Klinik. Entweder ein Pfleger oder ein anderer Patient. Wann haben Sie das Geld zuletzt gesehen? 2.500 Euro, wollen Sie sagen, müssen Sie sich anstrengen, wenn Sie diese Summe zuletzt gesehen haben? Wo es doch wichtig ist, ob die nach dem Überfall noch da waren, wo Sie kurz danach, nach dem Überfall, vor das Auto Ihres Kollegen gelaufen sind? Der Tobias war das nicht. Ich hatte das Geld in der Klinik noch. Der Nick war's. Eben. Frau Kollegin, die ganze Mühe, die Sie sich extra gemacht haben, war leider umsonst. Wissen Sie was? Der lügt. Er schiebt alles auf meine Mandanten, damit der endlich meine Mandanten los wird und seine Frau zurückgewinnen kann. Nein! Also, die Frau Verteidiger hat natürlich recht. Es wäre dennoch wichtig, die Sache mit dem Geld, mit den 2.500 Euro hier tatsächlich zu klären. In der Klinik hatte ich das Geld noch. Also, wenn Ihnen in der Klinik 2.500 Euro abhanden kommen, wieso zeigen Sie das nicht an, den Diebstahl? Ne? Ja, so ganz legal war das mit der Zockerei ja auch nicht. Aber ich weiß, dass es der Nick war. Ich habe ihn ja auch ganz schön provoziert die letzte Zeit. Da kommt ein 19-Jähriger und nimmt mir die Frau weg. Wir sind seit 25 Jahren verheiratet. Ich wollte ja, dass was passiert, aber doch nicht sowas. Ich wollte, dass meine Frau ihm den Laufpass gibt. Wir hatten letztes Jahr Silberhochzeit. Das ist länger, als der alt ist. Ey, Mann, ja, der Altersunterschied ist groß, okay? Und ich bin vielleicht auch noch ziemlich jung, aber Judith und ich, wir lieben uns. Spar dir dein blödes Gefasel. Wie war das, als Ihre Frau und Sie sich getrennt haben? Ich habe die beiden im Bett erwischt, in unserem Ehebett. Da müssen die schon über 2 Monate getrieben haben. Und dann habe ich ihn aus dem Haus getrieben, im Winter, nackt. Die Abkühlung hätte er aber vertragen können. Und dann dachte ich, dass meine Frau auf Knien zu mir angerutscht kommt und mich um Verzeihung bittet. Und was macht die Alte? Schmeißt mich aus meinem eigenen Haus raus. Und als ich dann gesehen habe, wie dieser Nick bei mir eingezogen ist, dann musste ich ja wohl zu härteren Mitteln greifen. Das verstehen Sie ja wohl, oder?
Ich habe Judith dann mehrfach auf dem Handy angerufen. Ich habe Briefe geschrieben, in denen ich sie bedroht habe. Ich bin ihr auch mal hinterhergefahren, aber das habe ich nicht so oft gemacht. Und ich habe vor dem Küchenfenster gestanden, um ihnen den gemütlichen Abend zu verderben. Aber muss ich das hier jetzt alles noch mal erklären, oder was? All die Geschichten geht es ja dann eher in dem Verfahren gegen Sie. Frage noch, wissen Sie, was das alles in Ihrer Frau ausgelöst hat? Ja, ich hoffe doch, dass es was ausgelöst hat. Ne, weil der Angeklagte hat vorhin gesagt, dass Ihre Frau sich gar nicht mehr aus dem Haus getraut hat. Ja. Und trennt sie sich jetzt endlich von dem da? Dir geht's doch gar nicht um Judith, oder? Dir geht's nicht darum. Du bist nur in deinem Stolz verletzt. Ach, hör doch mit deinem Gefasel auf! Vielleicht denken Sie trotzdem noch mal über Ihr Verhalten nach. Das werden Sie sicherlich in Ihrem Verfahren auch noch zu hören bekommen. Aber denken Sie noch mal darüber nach, oder? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie auf dem Weg Ihre Frau wieder zurückgewinnen. Also, weitere Fragen? Keine. Nehmen Sie bitte hin Platz, Sie bleiben unvereidigt. Judith Block, bitte. Dr. Block, komm, sind wir noch vorne. Wieso sind eigentlich deine Eltern nicht da? Wollen die mit dir auch nichts mehr zu tun haben oder warum sind die nicht hier? Ich habe keine Eltern mehr, okay? Ich bin mit meinem Großvater aufgewachsen. Und wenn du wissen willst, warum der heute nicht da ist, kann ich dir gerne sagen. Der ist letztes Jahr gestorben. So. Wenn du meinst, mit diesem blöden Gefasel jetzt Mitleidspunkte bei mir zu sammeln, hast du dich aber geschnitten. Das ist immer wieder typisch, Uwe. Der Mann mit dem großen Herzen. Was willst du damit sagen? Jetzt lassen Sie das doch bitte einfach mal. Und Sie kommen doch nach vorne, Sie können sich ruhig trauen. Also, Sie sollen jetzt als Zeugin aussagen und die anderen sollen eigentlich gar nichts sagen, wenn ich Sie befrage. Ja? Als Zeugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Judith Block, 44 Jahre alt, Sie wohnen in Bonn und Sie sind verheiratet. Ja, noch, aber ich will die Scheidung. Ich will aber keine Scheidung. Als ob du die Wahl hättest. Willst du das alles aufgeben? Wir hatten letztes Jahr Silberhochzeit. Das mit dem Typ ist doch nur eine Laune von dir. Nein, eben nicht. Und ich werde jetzt auch nicht wieder klein beigehen wie bisher. Block, es reicht jetzt einfach auch. Jetzt halten Sie sich doch einfach mal zurück, bitteschön. Also, Sie sind Hausfrau und verwandt, verschwägert oder verlobt sind Sie mit ihm nicht. Jetzt kommen wir zum 9. Februar. Sie wissen natürlich, was ihm vorgeworfen wird. Er soll Ihrem Noch-Ehemann diese Blumenschale hier über den Kopf gezogen haben, wodurch er dann hinfiel und mit dem Gesicht in diese Harke, wodurch ihr Mann dann das Augenlicht am linken Auge verloren hat. Das Ganze soll vor ihrem Küchenfenster passiert sein. Viel kann ich Ihnen dazu nicht sagen, weil ich hatte an dem Abend ein Schlafmittel genommen, weil mir ging es halt zu der Zeit nicht so gut. Und ja, ich musste gegen 10, halb elf eingeschlafen sein und ja, Nick saß noch im Wohnzimmer vom PC und hat gearbeitet. Haben Sie denn überhaupt noch mitbekommen, was draußen passiert ist? Nein, eben nicht, weil Nick wäre auf keinen Fall rausgegangen zu Uwe und hätte sich gestellt. Und warum wäre das nicht? Ja, weil ich habe Nick erzählt, dass Uwe immer so ein Messer benutzt. Wissen Sie, was man zum Fisch ausnehmen nimmt? Und das hat er ständig bei sich getragen. Und obwohl er vielleicht einmal in seinem Leben beim Angeln war, aber es wäre viel zu viel gefährlich gewesen, sich Uwe zu stellen. Was redest du denn da? Ich hatte kein Messer. Das sagst du doch nur, um deinem jugendlichen Lover zu helfen. Du selbst hast mir doch das Messer gezeigt, wo du mir noch gefolgt bist auf dem Supermarktparkplatz und mir gedroht hast, Nick aufzuschlitzen, falls ich mich nicht von ihm trenne. Was? Alles erfunden? Nein, 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 nein. Das war ungefähr eine Woche, bevor das alles passiert ist. Und das weißt du ganz genau. Und deswegen wäre Nick nie zu dir rausgekommen. Das wäre ja lebensgefährlich gewesen. Das sehe ich genauso wie Sie, Frau Block. Andere Frage, wie haben Sie eigentlich erfahren, was Ihrem Mann passiert ist? Ich habe es von der Polizei erfahren. Mhm. Und die standen morgens auf einmal um 6 Uhr bei uns vor der Haustür und haben geklingelt. Ja, ich war noch etwas benommen von den Schlafmitteln und bin aber trotzdem aufgewacht. Nick lag noch neben mir und ja, wir haben uns beide gewundert, wer um die Uhrzeit bei uns an der Tür klingelt. Wie hat mein Mandant auf die Nachricht reagiert? Ja, er war genauso geschockt wie ich auch, weil wir konnten es überhaupt nicht fassen, was da vor unserer Haustür passiert ist. Ja, stimmt. Also ich hatte echt keinen Schimmer. Also ich gehe davon aus, dass Ihnen der Angeklagte nur etwas vorgespielt hat, Frau Block, oder? Oder? Oder Sie lügen für Ihren Liebhaber. Bestimmt nicht. Beides nicht. Wie unsere Beziehung besteht aus Vertrauen und Ehrlichkeit. Beziehung, dass ich nicht lache. Halte dich doch da raus. Du hast doch keine Ahnung. Du bist 44 Jahre alt und mit einem 19-Jährigen zusammen. Findest du das nicht selber etwas lächerlich? Ich stehe zu Nick und mir ist es so egal, was andere darüber denken. Also Ihr Mann hat bereits einiges zugegeben, was er da so angeleiert hat, um Sie wieder auseinanderzubringen. Es war einfach uferlos, aber es hat jetzt zum Glück aufgehört, jetzt wo das Verfahren gegen ihn läuft und ich konnte da teilweise überhaupt nicht mehr schlafen. Nee. Allein diese Briefe. Uwe hat mir fast jeden Tag einen Drohbrief geschrieben. Nee. Ich habe da 3 von den Drohbriefen da. Ich lese die mal vor. Ich zitiere mal. Die Hölle auf Erden werdet ihr erleben, wenn ihr so weitermacht. Da heißt es dann, Judith, trenn dich von dem Weichei, sonst passiert was. Und hier vor allem, bis dass der Tod uns scheidet. Ausrufezeichen. Ja, ist das nicht unfassbar? Und dabei ist es ja nicht geblieben. Er hat mich auch noch mehrmals am Tag angerufen.
Und ja, dann habe ich irgendwann mein Handy und Festnetz ausgeschaltet, um einfach nicht mehr erreichbar zu sein. Naja, aber für eins war es doch alles gut. Gut für was denn? Ja, Nick und mich hat das noch mehr zusammengeschweißt. Und wir werden auch jetzt bald wegziehen und ganz von vorne anfangen. Was? Wohin denn? Das werde ich dir bestimmt nicht sagen. Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, dann ging es Ihnen damals richtig schlecht, Frau Block, oder? Tja, mich hat das sehr mitgenommen. Mich nimmt das heute noch sehr mit. Und wie ist es dem Angeklagten dabei gegangen? Hat er sich von Ihrem Ehemann provozieren lassen? Ihm ist es auch nicht gut gegangen. Und wir haben überlegt, was wir machen. Und wir haben nur gehofft, dass es endlich alles ein Ende nimmt. Hat er denn Angst vor Ihrem Ehemann? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie ihm unheimlich war. Wollte er mal die Polizei einschalten? Ja, Nick hat immer zu mir gesagt, also verletzte Ehemänner können vielleicht sehr gewalttätig werden und wir sollten auf jeden Fall Vorsorge tragen, aber nee, das wollte ich nicht. Und hat denn der Terror Ihres Ehemanns Ihre Beziehung belastet? Natürlich war es schwierig, meinen romantischen Abend zu verbringen, wenn der Ex vorm Haus rumschreit. Also alles, was Sie da sagen, bringt mich zu der Auffassung, dass der Angeklagte am Tatabend bis aufs Äußerste gereizt war. Er hatte schlichtweg die Nase voll und hat es nicht mehr gepackt. Ja. Der wollte ihren Mann einfach nur noch loswerden. Zumindest wenigstens mal für den Moment. Wenigstens für den Abend. Es sollte wenigstens mal diese Nacht aufhören mit den Provokationen. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht so war. Das passt überhaupt nicht zu Nick. Außerdem gibt es da noch die Sache mit Tobias. Haben Sie schon Erfahrung oder haben Sie schon erzählt, was Sie in Erfahrung gebracht haben? Ich habe das schon erzählt, ja. Ich bin mir ganz sicher, dass Tobias Uwe niedergeschlagen hat. Weil er wollte sich das Geld zurückholen. Weil das Geld gehörte ja seiner Freundin, die zwar den wunderbaren Namen Jennifer Nachtigall trägt, aber naja, weil sie eher etwas grob ist, Galli genannt wird. Und Tobias wollte mit Sicherheit keinen Ärger mit Galli haben.